Yay, hallo und herzlich willkommen zu diesem netten Spiel mit Rainbow B. Mal. Ja, weil ich mit auf Sky Devil, denn ich habe voll, ja, ein bisschen was zu feiern, mehr oder weniger. Denn ich habe meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Woohoo! Yay, ich kann jetzt endlich eine richtige Ausbildung machen. Zur Fachkraft für Lagerlogistik. Und ich muss gleich den Sound mal für mich leiser stellen. Wow. Es ist doch gerade etwas laut. Ja, jedenfalls habe ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Hey, ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Am Montag, also übermorgen, geht's los. Und yay, ich freue mich. Mehr oder weniger. Ja. Ach ja, doch. Das wird, denke ich, ganz nett, hoffe ich doch. Und um das ein bisschen zu feiern, gibt's jetzt erstmal hier eine Runde in Embodiment of Skull Devil. Ey, weil mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja, traurig genug. Aber egal. Außerdem, Rainbow B ist ein cooler Schusstyp. Wenn der Patchy-Kampf nicht so eklig wäre. Aber egal. Wir sind ja noch in Stage 1 und so. Und jetzt leiser stellen. Ja, schon viel besser. Schon viel besser. Yay. Ja, genau. Fachkraft Lagerlogistik. Bei einer renommierten Firma auch noch. Also es ist, ich werde jetzt nicht sagen, welche Firma. Aber die Firma stellt Analysegeräte her. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Ich arbeite eh nur im Lager. Insofern ist das relativ egal. Aber egal. Ja, wie gesagt, das feiere ich jetzt ein bisschen so mit Embodiment of Skull Devil. Zumal mein letzter, also der Let's Play Run mit Rainbow B war, glaube ich, nicht so dolle. Wenn ich mich erinnere. Außerdem habe ich, glaube ich, auch noch kein Video in 60 FPS von dem Spiel. Was auch ein bisschen schade ist. Und deswegen kommt hier nochmal ein Run. Ich habe voll Bock auf Rainbow B. Ja, ich habe Livestreams geguckt von einer gewissen Person und jetzt bin ich voll auf dem Trip mit Rainbow B. Und yay. Deswegen gibt es das Spiel jetzt. Ach ja. Was sehr interessant ist an meinem neuen Job. Ich brauche eine Zuverlässigkeitsüberprüfung von für die Luftsicherheit. Fand ich sehr interessant. Da wurde mir jetzt das Formular zugeschickt, was ich noch ausfüllen muss. Yay. Noch mehr Papierkram. Ja, jedenfalls das Formular zum Antrag auf Überprüfung der Zuverlässigkeit wegen Luftsicherheit und so. Und meine Daten werden unter anderem ans Bundeskriminalamt und an den Verfassungsschutz geschickt. Angeblich. Steht zumindest auf dem Formular drauf. Ja. Ich meine, gut, sie werden nichts finden. Was mich belastet oder so. Insofern soll mir das recht sein, aber ich finde das doch äußerst kurios. Dass so eine Fachkraft für Lagerlogistik da so eine Überprüfung braucht. Hat mich doch etwas überrascht. Aber gut, ich wusste nicht mehr, dass es so ein Gesetz überhaupt gibt zur Luftsicherheit. Beziehungsweise wie das genau aussieht. Finde ich sehr interessant. Und die wollen unter anderem wissen, wo ich innerhalb der letzten 10 Jahre meinen Wohnort hatte. Und welchen Beschäftigungen ich in den letzten 5 Jahren nachgegangen bin. Und all solche Sachen. Und ob ich in den letzten 10 Jahren mal im Ausland war. Ja, ja. Ja gut, ich bin ja zum Glück nicht so oft umgezogen. Naja. Da. Aber da ist mein Urlaub vorbei. Ja, ich hatte jetzt die letzten 2 Wochen Urlaub. Mehr oder weniger. Ja, das sollte passen. Ja, die letzten 2 Wochen hatte ich jetzt Urlaub. Nach meinem Praktikum. Weil die Maßnahme waren ja zu Ende, die ich gemacht habe. Also die Sache da. Und ja.
Jetzt am 1.10. startet die Ausbildung. Aber da der 1.10. ein Sonntag ist, muss ich erst am 2.10. arbeiten. Yay. Und am 3.10. habe ich schon wieder frei, weil Tag der Deutschen Einheit. Yes. Yay. Und dann habe ich wieder einen Tag Arbeit am Mittwoch. Und dann habe ich 2 Tage Berufsschule. Das ist doch mal eine nette erste Woche. Ja, ich bin mal gespannt, wie Berufsschule so ist. Was ich da so für spannende Fächer habe. Ich nehme an, Mathe, Deutsch, Englisch, Wirtschaft wahrscheinlich auf jeden Fall. Warum schießt du direkt auf mich, du Sau? Schirno. Hör doch mal auf. Wow. Hör doch mal auf. Sei nett, Schirno. Sei nett. So, genau. Ja. Bin ich mal gespannt auf den Berufsunterricht. Aber mir ist auch aufgefallen, heute schmerzlich bewusst geworden, dass schon fast wieder Herbstferien sind. Hey. Ich hasse Ferien. Wenn man erstmal so in der, ich sag mal, Erwachsenenbildung steckt, beziehungsweise so Ausbildung und gedöhnt, also wirklich mal, ich sag mal in Anführungszeichen, arbeitet, dann sind Schulferien gar nicht mehr so toll, weil man dann keinen Unterricht hat, sondern stattdessen einfach in den Betrieb muss. Yay! Dann darf man arbeiten, statt gemütlich in der Schule zu sitzen. Muss ich arbeiten. Naja. Ich werde es schon verstehen, es sind ja nur 3 Arbeitstage in der Woche. Hab zum Glück 2 Berufsschultage, das freut mich sehr. Ich mag Schule. Schule ist cool. In Schule kann man schön gemütlich auf dem Arsch sitzen, auf gut Deutsch, und muss nur ein bisschen zuhören die meiste Zeit. Und das war's dann. Ist doch wesentlich angenehmer, als den ganzen Tag durch so ein Lager zu rennen von A nach B und alle möglichen Sachen da hinzubringen. Ich habe schon gesehen, ich werde wohl hauptsächlich mit dem Handhubwagen arbeiten. Obwohl ich auch einen Staplerschein hätte, aber ich glaube, mit dem Stapler wird da gar nicht allzu viel gemacht in dem Betrieb. Sondern wirklich hauptsächlich Handhubwagen. Ja gut. Soll mich nicht stören. Ich habe nichts gegen Handhubwagen. Ja, also normalerweise. Ach ja. Ich hoffe, der Handhubwagen bei denen funktioniert wenigstens richtig und hat nicht einen Hydraulikschaden, so wie unser Alter da bei meinem bisherigen Arbeitsplatz, in Anführungszeichen. Ja, ja. Ach ja. Woo. Grayson wie ein Boss. Naja, nicht wirklich. Raymobi ist voll cool. Nur der Patchy-Kampf ist voll eklig. Bäh. Nee, das finde ich. Ich finde, Remo B hat den unangenehmsten Patchy-Kampf. Von allen. Ich hasse alle 4 Spellcards von Patchy. Oh. Ich dachte, hier wäre die Stage schon zu Ende. Aber das war sie noch nicht. Naja, jetzt erstmal Mailing. Und dann noch Stage 4 und dann 5 und 6. Nein, ja. Ich hatte erst kurz überlegt, ob ich das hier in einem Video mache, aber das kann er vergessen. Das dauert dann viel zu lang zum Rendern. Und ich will es morgen hochladen, also am Sonntag. Morgen? Sonntag, den 1.10. wird das Video hier hochgeladen. Hey. So ist zumindest der Plan. Damit ihr auch Bescheid wisst, dass ich jetzt in Vollzeit arbeite. Yay. Ich bin endlich in einem richtigen Ausbildungsverhältnis. Vorausgesetzt, ich überstehe die Probezeit. Ja, ich muss jetzt eine Stunde früher aufstehen außerdem, beziehungsweise eine Stunde früher den Zug nehmen. Um 5.38 Uhr fährt mein Zug nach Arbeit. Ja, weil die Arbeit um 7 Uhr beginnt, muss ich um 5.38 Uhr mit dem Zug fahren. Yay. Spaß für die ganze Familie. Du, Mailing, bleib doch mal stehen. Grayson wie ein Boss und es laggt ein bisschen. Spiel, lass das bitte. Ich finde das nicht nett. Deine Rumgelegge. Ach ja. Ja. Schade, dass mir
das Ausbildungsgehalt nicht allzu viel nützt. Ich kriege zwar jetzt ein richtiges Ausbildungsgehalt, darf aber davon leider nicht alles behalten. Wenn ich Pech habe, darf ich nur einen Bruchteil davon behalten. Yay, das freut mich. Überhaupt nicht. Zumal ich sowieso mal zu sehen muss, dass ich als erstes meinen Führerschein finanziert kriege. Führerschein ist nicht gerade billig, wisst ihr. Aber notwendig. Dann wäre ich nicht mehr auf den Zug angewiesen. Und das wäre schon praktisch. Ja, wer fährt schon gern so mit dem Zug um 5.38 Uhr? Das heißt 5 Uhr morgens aufstehen. Es ist eine Stunde früher als bisher. Bisher bin ich um 6 Uhr aufgestanden. Und wow. Jetzt stehe ich halt um 5 Uhr auf. Na gut. Aber meine Arbeitszeit ist eine halbe Stunde kürzer. Nee, ich habe eine halbe Stunde früher Feierabend. Cool. Und das ist eine coole Sache. Und ich muss zusehen, dass ich mein Fahrrad irgendwo untergestellt kriege. Ja, ja, mein Fahrrad. Das habe ich mal von der Reparatur, also reparieren lassen. Und das hat mich nur 100 Euro gekostet. Mein Fahrrad wieder in Gang zu bringen, was da über ein Jahr oder anderthalb Jahre sogar einfach rumstand und nicht mehr im besten Zustand war. Muss mal nett zu sagen. Aber es fährt wieder. Yay. Ach ja. Raymu, erreiche den POC. Gefällt es etwas besser und mir gefällt das nicht, hier so in der Ecke zu sein. Deswegen gehe ich mal ein bisschen in die Mitte. Ach ja, die grünen Bücher, immer wieder schön. So. So. Kurz ausruhen. Ach ja. Und mach Gedöns und zur Seite. Ich muss gerade echt aufpassen, dass ich die Stage noch auf die Kette kriege. Irgendwie. Also. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja. Ich meine, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Ne. Und meine Nase nervt mich wieder. So wie sie es immer gerne tut, wenn ich aufnehme. Vor allem bei Choho, seltsamerweise. Nervt meine Nase oft rum. Ach ja, was könnte ich noch erzählen? Die zweite Staffel von New Game ist übrigens absolut awesome. Nur mal so. Ja, ja. Ja. Ne. Also ehrlich, schieß doch nicht so viel auf mich. Ja doch. Falls ihr nach einem Anime sucht, den ihr mal gucken könnt, guckt euch mal New Game an. Ist eine coole Serie. Und die zweite Staffel ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich habe schon noch 2 Folgen übrig. Da bin ich schon wieder durch. Ja. Naja. Jetzt kommt Patchy. Yay. Juju, Safe Spot. Ja, ich habe auch so im Livestream ein bisschen was gelernt, könnte man sagen. Aus den Livestreams, waren ja mehrere. Ich weiß noch nicht, wie man diese Spellcard hier machen soll. Das ist, ich hasse diese Spellcard. Ich hasse diese dumme Spellcard. Die Bombe war unnötig. Hätte ich vorher nutzen sollen. Aber wie gesagt, ich finde diesen Patchy-Kampf absolut zum Kotzen. Raymu B, warum musst du so einen dummen Patchy-Kampf haben? Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn das?
Das ist so ein cooler Schusstyp, aber der Patchy Fight ist einfach so. Da. Beschissen. Nee. Nee. Ja. Jetzt kommen die etwas angenehmeren Spellcards, aber die sind auch beide nicht so toll. Zumindest das hier nicht. Hier ist das einzige wirklich Problem, dass Patchy sich bewegt wie irgendwie, keine Ahnung, Duracell-Häschen auf Netzanschluss. Der bewegt sich so viel. Oh, bleib doch einmal stehen, du kleine Sau. Danke. Auch diesmal war sie eigentlich nett. Es kommt auch oft vor, dass sie sich da einfach irgendwo in eine Ecke stellt und nervt. Und kaum ist man zu ihr in die Ecke gekommen, stellt sie sich in die andere Ecke. Das habe ich erstaunlich oft dann. Ja. Und ich mag auch diese Spellcard nicht. Die ist da total einfach, aber irgendwie verwirrt mich der Scheiß hier. Naja. Ja, gut. Ja, Patchy, du bist immer noch die größte Bedrohung in so einem Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.